Ja, hallo liebe Angelfreunde. Heute möchte ich mich mit euch über ein ganz wichtiges Thema unterhalten. Für viele ist die Vorfachfrage eigentlich im Vorhinein schon geklärt. Ich möchte unsichtbar angeln. Unsichtbar ist aber nur ein wichtiges Kriterium. Es kommt je nach Köder immer auf bestimmte Vorfacheigenschaften an. Man muss also auch beim Spinnfischen immer wieder mal das Vorfach wechseln. Und wie man das besonders gut und besonders schnell hinbekommt, das möchte ich euch in diesem Video dann genauer erklären. Ich hoffe, dass ich auch dem einen oder anderen Profi den kleinen, feinen Extra-Tipp noch geben kann. Deswegen bleibt mal dran und guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt meine schöne Savage-Gear-Forelle montiere, dann ist das Vorfach schon mitgeliefert. Ein richtig dickes Ding ist da vorne vor, gleich eine Schlaufe dran. Und da kommen einige Leute tatsächlich schon auf den Trichter und knoten da direkt ihre geflochtene Schnur an. Ganz gefährlich, bitte nicht machen. Immer ein Stückchen Metall, festes Metall dazwischen packen, an das die geflochtene Schnur angeknotet wird und wo dann eben diese Schlaufe eingehängt wird. Stahlvorfächer niemals direkt mit der geflochtenen Schnur kombinieren. Jetzt haben wir aber auch viele Köder, die bestimmte Vorfächer bedürfen. Mein geliebter Zalt braucht möglichst ein dünneres Titanvorfach, ein nicht so langes dünnes Titanvorfach, nicht so lang einmal, um die Beweglichkeit zu erhöhen und nicht so lang, wenn es auch um Sichtbarkeit geht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und wenn ich dann merke, mit meinem Zalt funktioniert es heute vielleicht doch nicht so gut, dann muss ich wechseln auf ein Stahlvorfach. Dann habe ich vielleicht meinen Gummifisch, der ein dünnes Stahlvorfach davor hat. Stahlvorfach lässt den Köder viel besser absinken. Das Material ist geschmeidiger. Ich habe also eine erhöhte Beweglichkeit der Gummifische, bessere Sinkeigenschaften. Und meistens angeln mit Gummifisch, da wo Steinpackungen unten drin sind, bedeutet auch Hänger. Da will ich mein teures Titanvorfach hier nicht unbedingt abreißen. Das ist also wesentlich teurer. Das ist was für Stellen, wo man keine Hänger bekommt. Das Stahlvorfach hier ist für Stellen, wo man dann auch mal Hänger erwarten kann. Ja, und die meisten Leute, ich erlebe es immer wieder, die sind dann zu faul, das Ende des Vorfaches hier neu anzuknoten. Die haben das fest an die geflochtene Schnur dann angeknotet und oh, jetzt habe ich das falsche Vorfach dran, dann wird der innere Schweinehund nicht überwunden und der Köder dann nicht gewechselt oder es wird mit dem falschen Vorfach in der guten Situation geangelt. Das wollen wir nach Möglichkeit auch vermeiden. Deswegen der erste kleine, aber wesentliche Trick beim Angeln: Vor das Vorfach montiere ich mir einfach einen kleinen Karabiner. Ich habe also hier schon mal in mein Vorfach eingebaut, so einen kleinen Duolock-Karabiner, könnt ihr euch hier mal angucken. Dieser Duolock hier, der ermöglicht dann das ganz schnelle Wechseln des Vorfaches. Und wie kriege ich jetzt die geflochtene Schnur mit dem Karabiner verbunden? Da scheiden sich schon die Geister. Viele nehmen den sogenannten Knotenlosverbinder. Das ist eine schnelle und auch haltbare Befestigung, aber ich nehme die Schnur auch immer gerne beim Landen dann in die Hand und dann reiße ich mir immer die Finger auf. Deswegen mache ich einen Knoten dran und welcher Knoten da besonders haltbar und fest ist, das zeige ich euch jetzt mal. So, hier geht es jetzt um die Verbindung einer geflochtenen Schnur mit einem Karabiner. Der Beginn ist wie bei einem Wirbelknoten. Ich gehe also zunächst einmal doppelt durch die zu befestigende Öse hindurch. Zweimal habe ich jetzt hier die Schnur drum gewickelt. Greife mir dann beide Enden, so kann man das sehr schön sehen, greife also hier, halte mir die Enden weit auseinander, kann auch ein bisschen durchziehen. Dieses freie Ende sollte so ungefähr 10 cm lang sein. Und dann beginne ich zu wickeln, auch wie beim Wirbelknoten. Schön raufwickeln, 10, 15 Mal Wicklung drauf. Viele Wicklungen sind beim Anbinden geflochtener Schnur ausgesprochen wichtig, weil bei geflochtenen Schnüren beim kräftigen Ziehen große Scherkräfte entstehen. Das heißt, die Wicklungen, die schneiden sich, wenn es zu wenige sind, gegeneinander ab.
Und das wollen wir vermeiden über sehr viele Wicklungen. Ich habe jetzt hier so ungefähr 10-mal hochgewickelt. Und bis dahin ist es eigentlich relativ einfach und mit dem Wirbelknoten vergleichbar, den wir auch mit monofiler Schnur machen. So, jetzt kommt was Komisches, was viele Leute nicht so richtig nachvollziehen können. Ich wickle weiter, aber in entgegengesetzter Richtung. Das heißt, auf der Wicklung gehe ich jetzt wieder zurück. Das sieht für viele Leute erstmal ein bisschen komisch aus, ist es aber gar nicht. Und wenn das Ende dann kurz wird, wenn wir also viele Wicklungen gemacht haben, das wird jetzt schon etwas schwierig zu greifen, dann nehme ich mir mein letztes Ende, dieses freie Ende, und schiebe es durch die Öffnung hier hindurch. Die freigehaltene Öffnung, will jetzt nicht, der widersetzt sich gerade, der Kleine, so, kommt hier hindurch und dann kann ich also schon anfangen, den Knoten zusammenzuziehen. Der würde jetzt schon halten, das ist also schon in sich sehr stabil, aber natürlich ist das nicht schön und der Knoten ist nicht ordentlich zusammengezogen und da hilft man ein bisschen nach. Hier oben wird gedrückt, hier unten wird gezogen. So, jetzt haben wir also einen richtig schönen Knoten, der nahezu 100% Tragkraft hat. Und ich habe nicht den Nachteil des Knotenlosverbinders, der dann auch so einen fiesen Haken hier oben drin hat. Die sind immer sehr, sehr scharf, diese Haken. Und die wollen wir natürlich nicht haben, wenn ich dann mit der Schnur hier in Verbindung komme und da auch diesen Haken irgendwie in die Finger bekomme. Dann habe ich also immer kaputte Hände. Die will ich natürlich nicht kaputt haben. Entsprechend ist also für mich der Knoten hier eine deutlich günstigere Befestigungsmethode. Da kann ich jetzt wunderbar hier meine verschiedenen Vorfächer einhängen, Karabiner zu, fertig ist die Laube und ich habe einen fest und fertig montierten Köder. Da kann ich auch ganz schnell, ohne irgendwie großartig den inneren Schweinehund überwinden zu müssen, auf meinen Zalt rüber wechseln. Ich kann also den Zalt einhängen. Ich kann ganz schnell auch auf mein Stahlverfach wechseln. Ich kann meinen Gummifisch einhängen und muss nicht jedes Mal neu knoten und von vorne wieder anfangen. Jetzt kommt natürlich auch wieder die Gewissensfrage: Mensch, angelst du niemals mit monofiler Schnur? Sehen die Fische diese Stahlverfächer nicht? Und ich sage, ja, die sehen die Vorfächer, aber die sehen auch dieses fürchterliche Zeug, das viele Angler montieren, weil sie Angst haben, dass der Hecht vielleicht zu viel sehen könnte. Dieser, ich nenne es mal Stacheldraht, und im wahrsten Sinne des Wortes, das wird, wenn da mal ein Hecht reinbeißt, tatsächlich zum Stacheldraht. Dieses Stückchen habe ich mir aufgehoben, das ist nicht von mir, sondern das ist von einem traurigen Erlebnis der letzten Tage. Wir haben also hier auf dem See intensiv geangelt und es hat bei einem Gast ein Riesenhecht direkt an der Bordkante angebissen. Der war so perplex, so überrascht, der Hecht, der gab richtig Gas, schoss unter das Boot und patsch. Das ist das, was vom Vorfach übrig geblieben ist. Ist mir noch nie passiert, habe ich schon so oft bei mir im Boot gehört. Und es tut mir immer in der Seele weh, wenn wieder ein Fisch abgerissen ist, weil die Leute einfach aus falscher Angst hier mit den falschen Vorfächern angeln gegangen sind. Wenn ich jetzt Angst habe, hier, dass der Fisch vielleicht zu viel sehen könnte, vielleicht ein paar wichtige Argumente. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der Fisch, und ich bin hinter dem Köder her, hier so, ha, ich will da reinbeißen. Und ich gucke vielleicht auch mal links und rechts nach vorne, da ist vielleicht was davor. Die Fische sehen das Monofil fast genauso gut wie das Stahlverfach. Und wenn das Vorfach jetzt vielleicht auch ein bisschen problematisch sein sollte, dann mache ich das einfach ein bisschen kürzer. Das heißt, wenn ich da dann nur 15, 20 cm davor habe, ist das immer noch viel mehr wert als monofil bis an den Köder dran. Das darf keinesfalls passieren, weil wenn der Hecht drüber beißt, es ist immer ein großes Risiko, einen großen Fisch zu verlieren. Je länger ich drille, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir dieses Vorfach hier vorne durchgebissen wird.
bitte lasst die Finger weg, wenn ihr Angst vor Sichtbarkeit habt, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Schnur sichtbar sein könnte und die Fische deswegen abgeschreckt sind, dann macht das Vorfach nur ein Stück kürzer. Aber jeder Zentimeter vor dem Köder ist also wirklich Gold wert und erhöht die Sicherheit ungemein. Wenn ich jetzt tatsächlich unsicher bin, dass mein Vorfach hier irgendwie die Fische verschreckt und wenn ich für den Kopf, meistens ist es nämlich nur der Kopf, der da nicht richtig gut funktioniert, wenn ich für den Kopf noch was Gutes tun möchte, dann kann ich etwas monofil dazwischen knoten. Vor das Stahlvorfach bitte. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir dafür immer so ein bisschen monofil in die Angelkiste gepackt bzw. ins Boot gepackt. Eine gute monofile Schnur, wer besonders wenig Sichtbarkeit haben möchte, der kann auch Fluorocarbon nehmen. Das muss dann nicht mehr so dick sein, weil das letzte Stückchen habe ich ja dann auch zahnfestes Material. Da reicht also eine 30er, 35er Schnur für die meisten Köder, wenn sie nicht allzu groß sind, aus. Wenn ich also ganz große Köder habe, dann kann ich auch eine 50er, 60er Durchmesserstärke nehmen. Dann nehme ich ungefähr eine Länge von 2 bis 3 Metern. Die Länge bestimmt sich nicht jetzt aus dem Angstabstand, den die Hechte haben, sondern ganz praktisch der Knoten, wenn ich beim Auswurf jetzt die Schnur aufgewickelt habe, der Knoten sollte nicht bis auf die Angelrolle gelangen. Liegt der unten auf der Angelrolle, dann kann das zu lästigen Verhakungen kommen und im schlimmsten Fall kann auch der Köder abreißen. Also Knoten zwischen geflochtener und monofiler Schnur sollten immer in den Rutenringen irgendwo bleiben, über der Rolle bleiben, damit es also beim Auswurf keine Probleme gibt. Jetzt aber zum Knoten, den gucken wir uns mal an. Hier habe ich euch jetzt die 2 Schnüre in die Hand genommen, die wir verbinden möchten. Dafür legen wir die beiden Schnüre hier schön über Kreuz, ziehen uns so jeweils 10-15 cm freies Ende heraus, schöne Kreuzung. Dann beginne ich mit dem ersten freien Ende, lege mir das zu einem Kringel. Ich habe jetzt hier 3 Schnurenden übereinander gegriffen, ein Kringel liegt und das Ende, das aus dem Kringel herauskommt, das führe ich 6-8 Mal durch die Öffnung hindurch. So sieht das dann aus. 6-8 Mal, das sind 4, 5 und 6. 6 Mal durchgeführt. Sieht man jetzt sehr schön, wie also hier dieser Kringel da liegt. Kringel, paar Mal drumherum gewickelt. Und den kann man gleich zusammenziehen. Diese Seite ist jetzt schon fertig. So, zusammenziehen. Dann drehe ich den ganzen Knoten um und mache das gleiche mit diesem Ende. Kringel legen. So, ich greife hier schön auf die Ecke und führe das geflochtene Schnurende genauso durch. Allerdings etwas öfter, wir erinnern uns, geflochtene Schnur hat höhere Scherkräfte, ist glatter, zieht sich schneller und leichter zusammen und deswegen muss man die entstehenden Kräfte auf mehr Wicklungen verlegen. Ich mache das jetzt hier mal so ungefähr 10 Mal. Das sollte reichen. Das Ende wird jetzt ein bisschen kurz. Ich habe für euch zum Filmen hier ein extra dickes Schnurende genommen, deswegen ist das etwas schwerer vom Handling her. Wickelt auch dicker, auch dieses Ende kann man jetzt schön zusammenziehen. So, feste zusammengezogen. Jetzt haben wir da einen Knoten und da einen Knoten, die sind noch nicht sehr schön zusammengezogen. Die ziehen wir jetzt gegeneinander. Schwupp, die rutschen jetzt sehr schön zusammen. Ja. Und feste zusammenziehen, richtig feste zusammenziehen. So, dass alles ordentlich zusammenrutscht. Da ist der Knoten schon fertig. Jetzt müssen nur noch die Schnurenden abgeschnitten werden. Ich gehe also jetzt hier mit der Schere dran. Erstes Ende ab. Mit der Schere nochmal dran. Zweites Ende ab. Das Flechtschnurende muss man immer stramm halten, damit das ordentlich abgeschnitten wird. Nah dran. Und schon ist der Knoten fertig. So sieht der dann aus. Ein Knoten ohne großes Auftragen. Der ist also nicht sehr knubbelig. Die Enden laufen also ein bisschen spitz zu. Und damit bin ich dann also richtig gut aufgestellt,
um eben auch der Unsichtbarkeit Genüge zu tun. Ich habe geflochtene Schnur für ordentliches Angeln. Ich habe hier monofile Schnur für Unsichtbarkeit. Und ich habe das optimale Vorfach unten am Ende mit dem Karabiner obendran auch schnell wechselbar. So habe ich also eine fertige Raubfischmontage für wenig Sichtbarkeit, für maximale Beweglichkeit und für maximale Sicherheit. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr weitere Tricks rund um die Spinnfischerei, rund um die Raubfischangelei haben wollt, dann dürft ihr gerne den Abo-Button hier drücken. Wenn euch das gefallen hat, gerne auch hier unten ein Like dalassen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder andere Wünsche habt, dürft ihr das gerne auch in den Kommentaren dalassen. Und ansonsten sage ich viel Petri Heil. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.